Hey, willkommen bei Mystica TV. Heute geht es um Bewusstseinsstufen, um Stufen der Meditation, um Astralreisen und vieles mehr. Und darüber spreche ich natürlich, wie soll es anders sein, mit einem Bewusstseinsforscher, mit Marco Huemer. Ich grüße dich. Hallo lieber Thomas, danke für deine Einladung. Sehr gern. Es ist mir eine riesengroße Ehre, hier heute mit dir zu sein. Wow, freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Und ich bin auch sehr gespannt auf das Interview und was es damit dann auf sich hat, werden Sie gleich sehen. Gerne erzähle ich mal wieder, wie ich manchmal meine Gäste kennenlerne. Oft sind es Zufälle. In diesem Fall war es so, ich durfte einen Kongress moderieren zu einem Thema, wo ich eigentlich selber gar keine Ahnung hatte, nämlich Astralreisen. Es gibt Menschen, die machen das seit Jahrzehnten und forschen darüber. Und da war einer der Referenten und wir haben uns sofort super verstanden. Und ich hatte sofort das Gefühl, wow, ich glaube, der muss mal ins Mystica-Studio. Das war erstmal nur eine Intuition und damit beginnt es manchmal. Und dann haben wir uns in der Tat sofort super verstanden und uns sehr schön ausgetauscht, auf der Bühne wie auch hinter der Bühne. Und deswegen jetzt freue ich mich aber wirklich, dass du hier bist, lieber Marco. Willkommen nochmal. Ja, danke und ich freue mich schon auf das Gespräch. Ja, das schon begonnen hat. Ja. Es geht um Bewusstsein. Und ich war ganz erstaunt, als ich dich dann so ein bisschen wahrgenommen habe, habe hinterher geguckt, wow, du machst da ganz viele sehr lange YouTube-Videos, wo du den Menschen über deine Erfahrungen erzählst, hast sehr viele Fans auf YouTube, bist also da schon ein bekannter Mensch, ansonsten kennt man dich noch nicht so und deswegen finde ich, wird es mal Zeit, dass du hier ins Studio kommst. Du bist ein Bewusstseinsforscher und du schaffst es, diese verschiedenen Ebenen, diese Erfahrungen sehr, sehr detailliert erstens zu erfahren und zweitens zu beschreiben und weiterzugeben und Menschen darin zu unterrichten. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und natürlich die erste Frage, die einen immer da so interessiert, wie kam es dazu? Warst du als kleines Kind schon irgendwo forschend unterwegs, wolltest wissen, woher komme ich oder was waren so deine Anfänge? Die Anfänge waren bei mir tatsächlich so, dass ich in der Kindheit immer Fraktale sehen konnte. Ich konnte immer Muster sehen und da eintauchen. Wenn ich mich auf einen Punkt fokussiert habe, konnte ich sofort mich darin verschmelzen und war dann nicht mehr hier. Mhm. Und in der Schule hat das dann aufgehört und ich habe mir die Lehrer angesehen und dachte mir so, hey, warum geht das nicht mehr? Da kommt man so in diese Konditionierung einfach hinein. Und dann habe ich es irgendwann vergessen. Und dann gab es in meinem Leben so einen Breakthrough-Moment. Einfach so einen Moment, wo ich dann da gesessen bin und mir die Frage gestellt habe, hey, das kann nicht alles sein. Was ist hinter der Wand? Was ist hinter dem Universum? Ich will das rausfinden. Dann bin ich, also nicht wirklich, aber fast mit dem Kopf hinter die Wand wollte ich da laufen und einfach sehen, was ist hinter der Materie. Und so hat dann an den Tag meine Reise eigentlich begonnen. Und ja, dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich in einer komplett anderen Branche gearbeitet habe. Ich habe eine Firma gehabt, das war eine Datenforensikfirma, also wo man hauptsächlich mit dem linken Gehirn arbeitet und nur mathematische, programmiertechnische, hochkomplexe Sachen kalkuliert, ausrechnet, Algorithmen baut. Und der Kern der Arbeit war, etwas herauszufinden, was nicht sichtbar ist. Ja, also wenn zum Beispiel bei so einem Serversystem mit 100 Festplatten oder was auch immer und da sind viele Mikrochips drauf, die Daten verteilt sind und die Hälfte ist zerstört, muss man das immer wieder herstellen. Und das, ich vergleiche es immer so schon wie, du nimmst eine Torte, schmeißt sie ins Wasser und dann zergeht sie. Und die Aufgabe von der Datenforensik war es, diese Torte aus dieser Masse, aus diesem Gel, was da dann existiert und sich verteilt hat, rauszufischen, aus dem wieder eine Torte zu machen und dann soll sie noch schmecken. Ja? Oh, das heißt, okay. Die Arbeit geht immer in diese Richtung, anders denken und an so denken, wie noch keiner gedacht hat, rückwärts denken. Um eine Ordnung wiederherzustellen, die vorher war, so vielleicht? Ja, ich würde sagen, einfach so lösungsorientiert, anders denken einfach. Ne? Mhm. Und um Ordnung würde ich nicht sagen, habe ich mittlerweile gelernt, es gibt keine Ordnung. Okay. Ja. Obwohl alles Ordnung ist, aber das ist paradox. Wie meinst du das? Erzähl gerne. Also wird da manchmal gesprochen von einer kosmischen Ordnung, alles ist aufgebaut, vielleicht sogar hierarchisch. Mhm. Wie empfindest du es? Die Ordnung ist das, was wir selber haben. Meine Mama sagt immer, wenn man in den Kleiderkasten von jemandem schaut, dann sieht man, ob im Kopf alles geordnet ist oder nicht. Beziehungsweise wir selber haben immer das Bedürfnis, eine Ordnung herzustellen, ja.
über all die Dinge, die wir zufällig sehen, so vielleicht. Ja, aber die Ordnung ist im Prinzip das, was immer existiert, für jeden selber und für das Universum wohl auch. Ja, sehr mental gesteuerte Arbeit hast du dir ausgesucht. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu lesen. Und dann, ich bin jemand, der, wenn ich was tue, sehr exzessiv macht und sehr tief macht. Und dann habe ich angefangen, sehr viel zu lesen und mich da in alle möglichen Themenbereiche einzuarbeiten. Als ich diesen Moment hatte, ich will rausfinden, wer bin ich, warum bin ich hier und warum sind wir alle hier? Also diese Fragen, die sich die Menschheit schon seit Jahrtausenden stellt, bin ich sicher nicht der Erste, der sich da auf die Suche nach den Antworten macht. Und so habe ich angefangen, das Wissen in äußeren Quellen zu sammeln. Und ich habe dann, es war eine ganz interessante Erfahrung, mir die Frage gestellt mit dem logischen Verständnis, nach 4.500 Büchern so, was sind denn die Bücher, die dich wirklich weiterbringen? Weil ich hatte da immer noch nicht die direkte Antwort. Und dann habe ich mir überlegt, so, wer ist denn der Mensch, der die meisten Bücher gelesen hat? Und wenn ich seine Bücher lese, dann habe ich vielleicht das Essenzwissen. Mhm. Ja. Dann habe ich recherchiert und das war dann der Osho. Der hat 156.000 Bücher gelesen und hatte auch eine eigene Bibliothek. Und ich war so voll begeistert, so, boah, jemand, der richtig viel gelesen hat. Und ich dachte damals selber, ich war sein Vielleser. Dann habe ich seine Bücher durch und ich wusste immer noch nicht, was da so mein Sinn war. Bis ich dann das letzte Buch gelesen habe, das war das Book of Secrets. Mhm. Und in dem Buch geht es um 112 Meditationstechniken und die sollte man 8 Reihen machen und dann eine Technik, die einem entspricht, einfach dann durchführen. Und dann hat er so schön gesagt, so, alles was du suchst, wirst du nicht in äußeren Quellen finden, du wirst es in deiner inneren Quelle finden, wenn du in die Innenschau gehst. Und da hat dann für mich so, die Essenz von all seinem Wissen ist, meditiere und such's in dir und nicht den Äußeren. Nachdem er, danke für die vielen Bücher, jetzt weiß ich es endlich. Ne? Aber ich habe tatsächlich jahrelang vorher schon angefangen zu meditieren, aber es hat halt bei mir nicht funktioniert. Mhm. Bis ich dann durch ein anderes Buch eine ganz simple Technik kennengelernt habe. Das geht so, wenn man einatmet, denkt man ein, wenn man ausatmet, denkt man aus. Mhm. Man macht die Augen zu, ein, aus, ein, aus. Und das macht man einfach so lang, bis der Geist sich einfach abstellt. Und das hat zwar gut funktioniert und ein Freund hat mir dann geraten, ich soll das vorm Schlafengehen machen. Weil wenn man einschläft, dann geht man schon in diese untere Frequenz hinein, also in diese Alpha-Theta-Wellen. Ja? Und, oder in, mitten in der Nacht aufzustehen, dann ist man ja schon hier unten von der Gehirnfrequenz und dann zu meditieren, dann ist es viel einfacher. Oder nach dem Aufstehen direkt, dann kommt man von unten und dann meditiert man und geht man in die Tiefe runter. Und dann habe ich so meditiert und zum ersten Mal so Augen zugemacht, ein paar Minuten meditiert, dachte mir so, ja, that's it. Hat wohl nicht funktioniert, schau auf die Uhr, eine Stunde vorbei. Oh. Und ich habe so einen richtigen Energiekick gespürt. Das war für mich so das erste Erlebnis, hey, in der Meditation passiert was. Mhm. Und das hat mich so bewegt, diese Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich spezialisiere mich jetzt darauf. Ja. Ich gehe da in der Tiefe, da habe ich mal alle Bücher, die es zum Thema Meditation gibt, mal intus. Also ein sehr exzessiver Forscher, so oder so. Ja, ich hatte das Glück, dass ich ja durch die Datenforensikfirma Laborequipment hatte und habe dann einen eigenen Raum aufgebaut zum eigenen kompletten Gehirnforschungslabor. Cool. Habe dann halt mit Gehirnforschung angefangen, mich da eingelesen, Neurologie, Kurse besucht. Und über alles Mögliche, was mit Frequenzen, Gehirn zu tun hat. Also richtig so, wie man so kennt mit Kabeln. Ja, mit Kabeln und alles Mögliche und visuelle Sachen und alles, was man tun kann, um halt mit dem Geist herum zu experimentieren. Und dann habe ich halt angefangen zu forschen. Und das war dann eigentlich der Beginn der ganzen Reise. Spannend. Viel alleine erstmal oder immer auch schon mit Freunden, mit Kollegen oder wie war so der Weg? Mein damaliger Freundeskreis waren alles Menschen, die nichts mit solchen Themen zu tun hatten. Heute würde ich sagen, ein paar meditieren sogar. Also heute, die meisten, die ich heute kenne, die alle so auf der Ebene, weil man schafft sich ja einfach ein neues Umfeld. Aber damals war es so, dass ich alles einfach für mich selber erforscht habe. Ist oft so, ja. Gerade wenn man so ein bisschen Pionierarbeit macht, wo soll man Leute, Gleichgesinnte finden? Ja, ich habe mich dann jahrelang einfach eingesperrt, Labor, einfach jeden Tag meditiert und es waren dann täglich einige Stunden. Mhm. Also ich habe auch heute noch Phasen, wo ich zwischen 4 bis 12 Stunden pro Tag meditiere. Das hört sich jetzt sehr viel an, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so viel. Ja? Weil vom Schlafengehen 2-3 Stunden, das packt man schnell.
Man geht einfach ein bisschen früh ins Bett und dann meditiert man so von 20 Uhr bis 23 Uhr. Das geht super. Und dann schläft man ein, wacht um 4 Uhr auf oder so, meditiert dann wieder 2 Stunden, schläft dann wieder ein, ist dann in einem anderen Serotoninspiegel, ist dann viel bewusster in der zweiten Schlafphase. Und dann schläft man noch ein paar Stunden, so bis 6, 7. Und dann, oder ein bisschen später, war noch immer. Und dann meditiert man wieder. Und dann hat man schon mal 6 Stunden meditiert und den Rest kann man sich auch stückeln am Tag, dass man einfach jeden Tag sich in diesen Spiegel aufhält. Spannend. Mhm. Wie hattest du die Sicherheit oder die innere Führung, dass du jahrelang das alleine für dich gemacht hast? Mhm. Und dahinter auch die Frage, gab es auch Irrwege, wo du gemeint hast, boah, fuck, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr weiter oder ja, so schon? Wer das nicht hat, der hat was falsch gemacht, ja. Oder richtig. Erfolgreiche Leute sagen, ja, ich habe alle Fehler schon mal gemacht, ja, aber jeden nur einmal. Ja, ja, zum Glück. Man lernt von anderen. Ja. Darum habe ich angefangen zu lesen, mhm, weil die Autoren schreiben im Prinzip über ihre Erfahrungen, über ihr Leben und was sie halt erlebt haben. Und ich dachte mir so, warum soll ich das selber, das Scheitern, was der gemacht hat und dann, wie er das gelöst hat, erleben? Man kann sie umgehen, indem ich das vorher weiß und wegnehme. Ne? Mhm. Ja, und also meine Anfänge waren halt schon so, also bevor ich diese eine gute Meditationserfahrung hatte, dass ich jahrelang vorher schon meditiert habe, fast täglich. Ich habe es halt Meditation genannt. Ja? Aber im Nachhinein jetzt würde ich sagen, ja, das war halt nur Augen zu und warten. Echt? Mhm. Mhm. Ja. Weil halt meine linke Gehirnhälfte sehr aktiv war und das waren immer Gedanken da, es hat sich alles gedreht. Aber du bist halt dran geblieben. Also irgendwas hat dich dann schon getrieben, diese erste Erfahrung, wow, das ist so toll, ich bleibe jetzt dran. Und ja, ich habe es dir im Kongress gesagt, meine Oma. Nicht aufhören. Ja, stimmt. Ja, und so habe ich da einfach angefangen zu meditieren und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich dann in der Meditation, ich hatte halt wirklich Probleme in der Meditation, weil ich sehr analytisch war. Mhm. Immer wenn ich was erlebt habe, einen Zustand, musste ich sofort abbrechen, aufschreiben, Uhrzeit, was habe ich vorher gegessen, was habe ich, also typischer Forschergeist, ja, alles niedergeschrieben, was ist gerade passiert, wie hat sich das angefühlt, was habe ich gesehen, Punkte, Licht, was auch immer, Vibrationen, und dann halt, ah, oh, schade, unterbrochen, ja. Und ich musste mich halt jahrelang immer Millimeter für Millimeter nach vorn arbeiten, aber der Effekt war, dass ich halt alle Zustände, die man so erleben kann, erlebt habe. Und mich immer nach vorn gearbeitet habe. Und irgendwann hatte ich das große Glück, dass ich beim Michael Werner einen Hypnose-Ausbildner-Kurs gemacht habe. Und der hat mir im Kurs gezeigt, wie man den Zustand, in dem man sich gerade befindet, triggern kann und wieder hervorrufen kann, binnen Sekunden. Und dann habe ich angefangen, halt diese Zustände immer alle, die ich erlebe, aufzuschreiben in 7 Stufen. Ich habe da auch ein E-Book drüber geschrieben, nennt sich Deep Meditation, wo ich einfach die 7 Stufen, die man in der Meditation erleben kann, einfach ganz detailliert beschreibe, was passiert in der Stufe, in der Stufe, in der Stufe und wie kommt man in die nächste Stufe hinein. Und dass ich das veröffentlicht habe, habe ich so viel Feedback bekommen und manche haben mir geschrieben so, hey, ich meditiere schon 15 Jahre und ich lese zum ersten Mal nach 15 Jahren täglicher Meditation, ich komme in Stufe 2 von 7, weiter bin ich noch nie gekommen. Und endlich weiß ich, es gibt noch mehr dazu ergründen, aber die meisten sagen, oh, that's it, und ich bleibe da mal einfach sitzen in der Haltung oder in der Stellung. Das ist schon spannend. Ich habe es auch gelesen und mir fiel auf, wie klar und kurz und prägnant du das alles schilderst. Mhm. Also keine Riesengeschichten und irgendwie muss man jetzt 300 Seiten, damit das Buch verlegt wird, sondern ganz praxisorientiert, sehr klar. Das fand ich sehr spannend. Ja, ich habe es versucht, halt so kurz wie möglich zu machen, dass man es schnell gelesen hat, dass man schnell versteht, was sind die 7 Stufen und wie kommt man schnell zur nächsten Stufe. Und meine Arbeit dient halt dem, dass ich einfach zeige, durch auch andere Mittel, nicht nur durch das Wissen, was man so mental machen kann, wie kommt man einfach schneller tiefer. Weil die Essenz der ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass man nicht wie ein Yogi 30 Jahre lang in der Höhle meditieren muss, um einen Zustand zu erleben, sondern man muss nur lernen, wie kommt man schneller tiefer. Also wie bringt man sein Bewusstsein in diese Theta, Delta oder, wenn man cool ist, Epsilon-Frequenzen hinein. Ja? Cool ist. Schön. Und hat das auch damit zu tun, dass die Frequenz der Erde sich irgendwo ein bisschen geändert hat und immer mehr Menschen meditieren? Oder würdest du sagen, das ist sogar unabhängig davon, dass es heute schneller geht in diese Stufen? Es geht auf jeden Fall schnell. Ich habe sogar gemerkt, dass es von Land zu Land oder von Ortschaft zu Ortschaft komplett unterschiedlich ist, was für Erfahrungen man sammelt. Wenn man in einer Großstadt irgendwo meditiert, dann ist es extrem, also nicht extrem, aber es war für mich zum Beispiel, das Verhältnis kenne ich jetzt gut, nicht so leicht zu meditieren. Ich habe mal meine Mama besucht, die extrem wohnt in einer, nicht so leicht, schön formuliert. Ja.
Die wohnte in einem anderen Land und ich habe bei ihr dann einfach meditiert, habe die Augen zugemacht und pff, sofort Stage 3. Ne? Ja, interessant. Innerhalb von Sekunden. Ja. Und dann dachte ich mir so, wow, cool. Und das war auch so eine, wo ich dann bei ihr war und dann wieder nach Österreich gekommen bin und dann dort meditiert habe, dachte ich mir so, boah, oh mein Gott, jetzt muss ich voll viel meditieren, dass ich das erlebe, was ich dort einfach jederzeit, wenn ich die Augen zumache, erlebe. Mhm. Und so habe ich mich auch irgendwann entschieden, in die Berge zu ziehen. Und dort ist Meditieren auch wieder ganz anders. Ja. Okay. Mhm. Also es hat schon was so mit Ortschaft, Energiefeld und alles zu tun. Mhm. Und würdest du sagen, das kann jetzt jeder lernen? Ja, definitiv. Alle 7 Stufen? Ja, weil ich habe es also auch... Also man muss keine alte Seele sein, man muss nicht, wie du schon gesagt hast, 20 Jahre meditiert haben, aber man muss doch sein Bewusstsein, das muss sich ja irgendwo wandeln, dass man offen wird für diese tiefen Zustände. Also ein bisschen Zeit braucht es schon wahrscheinlich, oder? Ich sage so, im Grunde gibt es keine alten Seelen. Mhm. Im Grunde sind alle Seelen gleich alt. Aber es gibt Erfahrungsanker. Ich sage mal so schön, wir Menschen sind wie in einem Wald. Es gibt kleine Bäume, es gibt große Bäume, es gibt Sträucher und jeder auf dem Planeten ist alles vertreten. Von Liebe zu Krieg zu alles Mögliche. Da sind alle Rassen. Man könnte sagen, das komplette Universum inkarniert hier auf diesem Planeten. Ja. Wird auch manchmal gesagt, wenn so gechannelt wird, wird so gesagt, auf anderen Planeten gibt es auch Leben, aber da sind die sehr einheitlich in einer gewissen Bewusstseinsstufe. Mhm. Und möglicherweise ist hier so ein Kulminationsort und ein Treffpunkt aller möglichen Energien und Wesenheiten. Man weiß es ja nicht, aber es fühlt sich irgendwie auch irgendwas wahr. Ja, ja, ich sagte, dieser Planet ist das Manhattan, das Universum, wo alles zusammenkommt. Genau, auch Freude, Spaß. Ja, genau. Aber, man kann halt alles erleben in allen Vielfalten, kann auch von anderen andere Menschen kennenlernen, den man sonst auf einem anderen Planeten zum Beispiel nie kennenlernen würde, weil der da nie hinkommen würde von seiner Stufe. Ne? Mhm. Und so kann man sagen, wir sitzen alle hier in einem Raum, die Universitätsprofessoren mit den Kindergartenschülern, mit den Säuglingen und alle lernen voneinander. Und das ist auch eine schöne Erfahrung. Ja. Und keine Weise eigentlich vom anderen wessen Profession. Die wirklich die richtige ist und deswegen ist es auch gut, nicht zu bewerten und nicht hierarchisch zu denken. Ne? Genau, trotzdem kann man voneinander lernen. Genau, aber ich würde trotzdem sagen, dass es Menschen gibt, die sich schwerer tun und Menschen, die sich leichter tun. Ich war halt jemand, der sich extrem schwer getan hat. Ja? Mhm. Aber das sagt nicht, dass man es nicht kann. Ja? Ich würd sagen, dass diejenigen, die noch nicht dafür bereit sind, von ihrer Seele her auch gar nicht die Option bekommen, dass sie das überhaupt irgendwie in Kontakt damit treten. Und die wollen das auch gar nicht, gar kein Interesse für. Das ist so Blackout, die schauen einfach nicht hin und die sollen ihr Leben leben, das ist okay so. Genau, alles wunderbar. Was ist jetzt, wir steigen gleich ein bisschen tiefer ein in die Bewusstseinsstufen, das finde ich natürlich spannend. Was ist so für denjenigen, der jetzt das hört und vielleicht auch noch nie meditiert hat, das Tolle an der Meditation? Puh, da kann ich jetzt auch ein eigenes Buch drüber schreiben, nur mit den Vorteilen. Das Tolle an der Meditation ist, ich habe es damals angefangen, weil ich ja viel gelesen habe und ich habe dann angefangen über Visual Reading, Speed Reading, Quantum Reading, also schnell viel zu lesen und dann auch irgendwann diese Stufe zu, wie merke ich mir das auch alles, zu koppeln mit Superlearning. Und dann habe ich mich intensiv mit Superlearning beschäftigt, habe auch gelernt, wenn ich was lese, wie ich das Buch nur einmal lesen muss und sofort nach Jahren auf diese Information zugreifen kann, ohne nachschlagen zu müssen zwingend. Und dann gibt es halt so Optionen, was kann man tun, um sein Gehirn aufzupeppen. Mhm. Ja. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und wenn man dann recherchiert, kommt man unausweichlich auf das Thema Meditation, weil es halt viele Forschungen gibt und viele Studien, wo einfach die gezeigt haben, dass das Gehirn, wenn man viel meditiert, sich komplett vernetzt. Das ist dann wie so eine, die meisten Menschen haben so Autobahnen, Städte, dicke Straßen, dünne Straßen und das sind so die Verhaltensweisen, wie man tickt, wie man denkt, diese Gewohnheiten. Und wenn man viel meditiert, trennen sich diese Autobahnen, lösen sie sich auf und es entsteht ein Neuronennetzwerk, wo alles miteinander feuert und alles miteinander verbunden ist. Ja? Wie so ein Schwamm, wo alles eine Einheit ist. Und dann ist man auf der einen Seite nicht mehr in diesen Mustern gefangen, in diesen Glaubenssätzen, in diesen Aktion-Reaktionsverhalten und man wird einfach mehr selbst, man wird ruhiger, man fängt an, sich selbst bewusst zu werden. Wie der Eckhart immer so schön sagt, in den Moment einzutauchen, das Jetzt einzutauchen und einfach den Augenblick zu erleben, ohne diese Filter, die man sich im Laufe seines Lebens aufgebaut hat.
und die Welt wahrzunehmen ohne diese Filter, die sich halt aufgebaut haben, ist eine komplett andere Welt, obwohl es dieselbe Welt ist. Schön beschrieben, schöne Beschreibung, wunderbar. Das ist einer der Vorteile. Die nächsten Vorteile sind halt, dass man, wenn man meditiert, dass man halt mehr Energie hat, mehr Fokus, mehr Konzentration. Ich war damals Geschäftsführer von einem Unternehmen und musste sehr, sehr viel arbeiten und hatte tausend Dinge und tausend Aufgaben. Und ich war immer so an der Schwelle zu Burnout und zu vielen Themen und Gebieten. Und da ich noch viel lesen wollte und mich weiterbilden, hatte ich einfach kein Privatleben. Ich hatte keine Zeit. Ich musste immer irgendwas tun. Und so habe ich versucht, das Maximale rauszuholen aus dem Gehirn, zu Leiden des Körpers, das ich später dann revidiert habe. Mhm. Aber es hat dann irgendwann angefangen, ich habe dann ein Zitat vom Buddha gelesen, der hat gesagt, so, wenn du keine Zeit für eine 20-Minuten-Meditation hast, dann musst du mindestens eine Stunde meditieren. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Und da habe ich gewusst, okay, wenn er das schon sagt, ne, dann machen wir das. Ne? Und dann habe ich das gemacht und das stimmt tatsächlich. Ich habe dann angefangen, alle Dinge, die unnötig waren, wie E-Mails, Handy, alles, was mich blockiert hat, was eigentlich nicht notwendig ist, das Hamsterrad, was man sich jeder selber erschafft, mal durch das Meditieren mal auszutreten aus diesem Strudel der Gedanken, aus den Aktionen und hier und da noch. Und dann ist man wie so ein Vogel, der hinter einem schwebt. Und ich sitze hier und bin da hinten und beobachte mich selber, wie ich hier rede. In diesem Moment und dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion dehnt sich einfach. Ja, beobachte all diese Dinge. Ja, schön, schön. Ich kenne es auch ein bisschen aus der Erfahrung. Ja. Bin kein regelmäßiger Meditierer, aber zwischendurch packt es mich wieder und dann merke ich auch, wie schön schon eine Meditation sein kann, auch wenn man es noch nicht mal regelmäßig macht. So, diese Stufen, weiterer Cliffhanger, bevor wir uns die Stufen anschauen, wollte ich noch mal fragen, hast du dann auch verglichen, zum Beispiel buddhistische Lehren, da gibt es ja auch sehr viel altes Wissen über Bewusstseinsstufen, aber auch aus anderen Traditionen. Gibt es da ganz viele Entsprechungen oder hast du neue Sachen herausgefunden? Ich habe alles, was so verfügbar war, angefangen von der Arbeit von Dr. David R. Hawkins, also die ganzen Bewusstseinsebenen und was da alles gibt. Auch spannende Arbeit. Ja, super. Alles miteinander verglichen, so als Referenzpunkt. Habe ich dich mittlerweile auch verstanden. Ja. Super. Forsche in die Tiefe. Ja. Ich bin jemand, der ist hochgradig kritisch. Sieht man mir zwar nicht so anhand meiner Videos, aber ich bin jemand, der glaubt gar nichts. Ja. Erst wenn ich selber die Erfahrung gemacht habe, dann schauen wir mal, Und darum, wenn ich mich in einen Themenbereich einarbeite, dann lese ich mal zu dem Themenbereich fast alle Bücher und dann hole ich mir Praxiswissen von anderen, die das erlebt haben. Dann habe ich Bild von der Theorie, Bild von anderen Praxen und dann mache ich mich selbst auf die Reise und versuche das selbst mal nachzuerleben, wie das ist. Ja? Und dann habe ich meine eigene Erfahrung und dann kopple ich das Wissen der anderen mit dem Wissen der anderen mit meinem eigenen Wissen und mach mir dann mein eigenes Bild. Schön, spannend. Ja, Astralreisen, lass uns da nochmal anknüpfen. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, also ich habe gesagt, Astralreisen habe ich wenig Erfahrung und es gibt Menschen, die lieben es, machen nur Astralreisen. Du hast dann aber gesagt, naja, das ist eine der Stufen, in der man sich auch eventuell verlieren könnte. Es gibt weitere Stufen. Ist das richtig so? Ja, durchaus richtig. Wird wahrscheinlich praktischer, wenn wir uns jetzt die Stufen mal anschauen, oder? Gehen wir mal die Stufen durch? Ja, genau. Ich würde mal oben anfangen. Oben anfangen. Hier, Erleuchtung. Ach so, nee, unten. Das normale Hier und Jetzt Bewusstsein. Ja. Also das Wachbewusstsein ist halt der normale Zustand. Also das ist halt der typische Beta-Zustand von einem normalen Menschen. Wenn man dann anfängt, halt die Augen zuzumachen und es dauert nur ein paar Sekunden, dann kommt man schon in obere Alpha-Wellen hinein und dann kommt so eine innerliche Entspannung. Bei den meisten ist trotzdem der Gedankenapparat aktiv. Drum ist es so, wenn die am Tag meditieren, dann fangen die hier oben an und arbeiten sich dann, wenn hier Alpha anfängt, man ist hier in der Beta-Zone, dann arbeitet man sich in der Meditation von hier bis hier runter. Passiert nichts, wenn man immer noch denkt und denkt und denkt und dann ist die Meditation zu Ende. Dann wacht man hier auf und denkt sich, nichts passiert. Wenn man aber inmitten in der Nacht meditiert oder vorm Schlafen geht oder direkt nach dem Aufstehen, dann, wenn das hier Alpha ist, dann ist man hier, man wacht auf, kommt hier hin, meditiert und fällt sofort wieder runter. Weil der Körper ist in der Nacht nach dem Schlafen schon komplett entspannt.
Wenn man am Tag meditiert, dann hat man immer diese körperliche Entspannungshürde. Mhm. Und die blockiert, das ist 70% der kompletten Blockade der Erfahrung. Und vielleicht auch die emotionale Entspannung, die auch dazu. Das ist dann die zweite Stufe. Also die erste ist immer das Körperliche loszulassen. Mhm. Und die zweite Stufe ist dann den Geist, der immer versucht, irgendwas zu kommunizieren, zu analysieren, zu werten, auch loszulassen davon. Und dann kommt man in so einen, in der Hypnose-Lehre nennt man das einen sonnambularen Zustand, wo der Geist und der Körper nicht mehr aktiv ist. Mhm. Und dann kann man halt noch weitergehen. Also ich dachte, als ich den Zustand erreicht habe, so, okay, ich meditiere gerade, ich sitze, aber ich weiß nicht, sitze ich, liege ich, ist meine Hand links, ist meine Hand rechts? Ich kann sie aber auch nicht mehr bewegen, weil ich sie nicht mehr fühle. Habe ich eine Hand? So in diese, das sind so die ersten Stufen. Und dann gibt es halt Methoden. Meine Methode ist zum Beispiel, ich kann da später gerne auf die Methoden eingehen, dass die Zuseher auch was mitnehmen können. Gerne. Kannst du auch jetzt schon, also so Schritt für Schritt. Achso, ja, dann fangen wir gleich mit den Schritten an. Voll. Okay. Okay, dann würde ich sagen, die erste Stufe, die man machen könnte, wenn man anfangen will, richtig zu meditieren, also nicht richtig, es gibt kein richtig und falsch, aber wenn man sagt, ich will ein bisschen mehr erleben, als was ich bisher erlebt habe, ist, dass man sich mal drauf einstellt. Und da empfehle ich immer so eine Meditation vor der Meditation zu machen, also eine 5 Minuten Meditation, und in der Meditation meditiert man und bittet darum, sein Überbewusstsein, was auch immer, oder Gottquelle oder wen man auch immer bitten will, egal wen. Im Grunde geht es nur um eine innerliche Programmierung, dass man halt gleich meditieren wird, ja, und dass man sich eine Absicht für die Meditation setzen soll. Interessant. Ja, weil viele, ich habe das auch gelernt, ich habe jahrelang meditiert, auch coole Zustände erlebt, aber ich habe erst vor kurzem, leider vor kurzem kennengelernt, also den Schlüssel der Meditation. Und das ist, dass du, wenn man meditiert und man hat keine Absicht, passiert auch. Nicht, ja? Das ist bestimmt also, richtig. Oder halt, was auch immer, ja. Spannend. Aber wenn was passiert, dann spontan. Aber wenn man sich fokussiert auf einstellt, das Gehirn ist ein Werkzeug, das wir nutzen können, und das umprogrammieren in der Vormeditation, hey, liebes was auch immer, ich werde jetzt gleich meditieren, das wird circa eine Stunde dauern und ich möchte das und das erleben, bitte stell alles drauf ein und schütte die richtigen Hormone aus, dass ich das erlebe. Ja? Muss nicht gleich passieren, ja, aber man programmiert und konditioniert sein Gehirn, was wir unser Leben lang tun, auf eine gewisse Erfahrung, die einem weiterhilft in der Meditation. Eine provokante Frage, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Gerne. Könnte es nicht auch ein Ziel sein? Also heißt es nicht manchmal auch, in der Meditation lerne ich ja dann völlig ohne Ziele nur im Sein zu sein? Das heißt, okay, das könnte ich mir wünschen, im Sein sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, das kommt von selber, das im Sein sein. Ah, okay. Weil wenn man regelmäßig meditiert, dann löst man sich ja von diesen Autobahnen, dann kommt man ganz von selber in dieses Sein sein. Okay. Oder Nicht-Sein sein. Aber das ist sozusagen auch nur eine Stufe. Okay. Genau. Also ausrichten. Ausrichten auf die Absicht, was man erleben will, worauf man sich fokussieren will. Ich würde am Anfang immer raten, dass man sagt, ich möchte in die Tiefe gehen. Ja. Bei den meisten kommt am Anfang Auflösungen. Wenn sie dann wirklich in diese Tiefe, in diese Theta-Frequenzen tauchen bei der Meditation, dabei wach bleiben, dann erleben die sowas Ähnliches wie auf Ayahuasca. Ja? Ich habe zwar noch nie so Substanzen genommen, aber man erlebt so Auflösungen von Situationen, Reflektierungen des Lebens und löst sich von Mustern, von emotionalen Blockaden, dass man einfach dann, wenn man sich davon gelöst hat, von Ängsten, dann kann man auch tiefer gehen. Ja? Aber niemand würde jemanden ins Wasser schmeißen, ins Kalte und sagen, schwimm mal, ja. Man muss sich daran gewöhnen, an die Kälte oder an die Wärme, wie auch immer, ja. Also an tiefere Erfahrungen zu gehen. Und darum ist die erste Stufe, die man unbewusst auch macht, einfach das Auflösen der Dinge, die einen blockiert haben im Laufe des Lebens. Dass man einfach, wie du sagst, freier wird. Schön. Wenn man dann diese 5 Minuten Meditation hat, und da kann man durchaus, wenn man anfängt, ist einfach dabei denken und so. Aber wichtig ist der Fokus immer darauf richten. Ich empfehle auch immer so ein Mantra drauf, ja, auf das Fokuswort, auf das, was man erleben will, und auf das einfach immer meditieren. Weil, ob das jetzt ein Zustand ist, zum Beispiel Erleuchtung, und, oder ein Gebet. Oder tiefen Frieden selber. Kann ich mir auch wünschen. Ganz egal, ja. Und dann eine kurze Pause von ein paar Minuten. Aber dann nicht reden und dann wirklich sich hinsetzen. Und beim Meditieren ist immer wichtig, dass man sich es einfach bequem macht, ja. Aber für mich ist Meditieren trotzdem, was ich gelernt habe, nicht liegen. Ja. Das glaube ich allerdings auch. Also. Ja. Ich habe alles probiert und ich habe gelernt. Ich bin zwar nicht der perfekte Sitz-Meditationstyp, wie man es aus Vorbildlichen kennt, mit was auch immer, aber Spaß über den Kopfstand. Ja, Spaß.
Nee, klar, gerade sitzen. Ne? Das ist auch wie so eine Botschaft ans Bewusstsein. Klar, ich bin wach. So, oder? Was später auch unrelevant wird. Wenn man körperlos ist, ist es scheißegal, wenn man sitzt und wenn man liegt und was auch immer. Ja, ja. Aber in der ersten Stufe habe ich einfach gelernt, es ist besser, man sitzt einfach in der normalen Schneidersitzhaltung. Ja. Mhm. Und dann empfehle ich in der nächsten Stufe, wenn man dann anfängt zu meditieren, dass man sich eine Visualisierung macht. Ja. Und damit ich einen großen Tipp geben, den ich gelernt habe im Laufe der vielen Jahre, die Macht der Visualisierung. Ich habe mit Freunden vom IRC-Institut Forschungen gemacht mit außerkörperlichen Zuständen. Also wir waren 15 Leute und wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Experiment. Wir verlassen jetzt bewusst alle unseren Körper in der tiefen Meditation. Da gibt es eine eigene Technik, die man lernen kann. Die bringen die im IRC bei. Mhm. Wie man halt auch im Wachzustand den Körper verlassen kann, wenn man sich einfach in diese Ebene bringt, Körper loslässt. Und dann haben wir gesagt, wir waren 15 Leute, ich war der 15. Wir haben dann gesagt, wir fliegen zum Mond und einer bleibt hier und geht nicht außerkörperlich. Der stellt sich nur vor, und das war ich. Ich habe mir nur vorgestellt, ich sei am Mond. Mhm. Und die anderen sind wirklich dann außerkörperlich hingeflogen und haben halt dort sich gesehen und gemeinsam das gemacht und sind dann wieder zurück. Ja? Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat, so halbe, dreiviertel Stunde, die ganze Erfahrung. Und das Interessante war, ich habe mir vorgestellt, also nur die Augen zugemacht, mir vorgestellt, ich bin am Mond und ich habe so ein weißes Gewand mit so einer goldenen Krone, einfach um zu sehen, ob jemand die Krone sieht oder so Engelsflügel, einfach nur um zu sehen, ob jemand sowas gesehen hat. Ja? Weil sonst hätten die gesagt, ja, ich habe dich gesehen. Aber ich will ja wissen, ob der die Merkmale gesehen hat. Ja? Und tatsächlich haben 14 von 15, wo ich der 15. war, gesagt, hey, ich habe dich gesehen mit Krone, mit weißem Gewand und mit so Flügeln. Und da habe ich gelernt, dass die Vorstellung schon eine außerkörperliche Erfahrung ist. Ja. Warst du jetzt dann dort oder nicht? Also, ja und nein, oder? Ja und nein. Ja und nein. So. Also ich sage immer so schön, unser Bewusstsein ist so wie der Körper ist das Glas und unser Bewusstsein ist dieses Wasser. Mhm. Und wenn wir uns was vorstellen, dann nehmen wir 10 Milliliter und bringen es dorthin. Mhm. Die anderen sehen dich sogar und machen die Erfahrungen. Ja. Und man stellt sich es nicht mehr vor, zack, springt wieder zurück. Mhm. Mhm. Und dann ist man da und sagt, na, nichts erlebt. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist doch passiert. Ja. Ja. Und dieses Experiment hat wirklich gezeigt, hey, da passiert wirklich was. Ja. Und wenn man dann lernt, eben sich von seinem Körper zu lösen, von seinem Geist zu lösen und dieses volle Wasser zu nehmen und über 50% rauszubringen, und dann macht man so ein Disconnect, nenne ich das, wenn man diesen kompletten Disconnect durchführt, dann wacht das Bewusstsein, was eigentlich zum Großteil hier ist, im anderen Körper auf. Mhm. Ja? Oder in der anderen Frequenzebene. Und dann kann man halt bewusst woanders Erfahrungen machen, wie in meinem Traum, ja, in einem luziden Zustand. Da ist man auch in einer anderen Ebene, man wird sich bewusst, okay, zack, und man projiziert sein Bewusstsein, das Wasser, was im Körper schläft, bringt man dann einfach in die andere Realität hinein und ist dann einfach dort aktiv, kann dann was machen mit den Gesetzmäßigkeiten, welche in dieser Realität möglich sind. Und das ist dann sozusagen die astrale Ebene, würde man das so sagen? Oder? Ja, es gibt viele Ebenen. Es gibt so Zwischenebene, Astralebene, Luzidebene, Astral-Luzidebene. Je nach, wie viel Bewusstheit hat man. Ja. Okay. Wenn man mehr Bewusstheit hat, dann kann man schon ganz genau einordnen, ich bin jetzt genau hier. Es gibt so Zwischenebenen, wo man sagt, ja, ich bin zwar in einer astralen Ebene, aber wenn ich mir was vorstelle, dann kommt was und dann ist man in so einem Mittelding. Ja. Das ist so wie jemand, der alkoholisiert ist. Also, ich sehe dich noch, aber ja, ja. Und ja, das ist so diese Stufe. Und da habe ich halt gesehen, die Macht der Visualisierung. Und das hat bei mir neue Türen geöffnet. Da habe ich dann angefangen, damit auch zu experimentieren und zu forschen. Auf der einen Seite mal die Visualisierungsfähigkeit zu steigern. Da gibt es halt viele Methoden und Techniken, wie man das machen kann, um einfach, wenn man sich was vorstellt, dass die Vorstellungskraft so real wird, dass man, wenn ich mir so eine Pyramide vorstelle in Pink, dann sehe ich die mittlerweile einfach physisch vor mir. Und jemand, der hellsichtig ist, würde die jetzt auch sehen. Würde die auch sehen. Genau. Natürlich sozusagen die Kraft der Gedanken, die man sozusagen verstärken kann. Durch man nimmt einfach Energie, Vorstellungskraft, Gedanken und was auch immer und fokussiert sich auf die Sache und auf der Frequenzebene materialisiert sich das einfach. Ja. Und als ich das gewusst habe, dass das so mächtig ist, diese Vorstellungskraft, habe ich halt angefangen, die Phasen, die ich hatte, diese 7 Stufen, zu koppeln mit Vorstellungskraft, mit Visualisierungen. Ja? Und so habe ich dann auch irgendwann angefangen, auch meine Arbeit mit den Gate-Programmen, was ich halt mache, halt mit denen zu koppeln.
also Frequenzen, mit Vorstellungen, mit Hypnose, alles zusammen zu tun und einfach um schneller in diese sieben, in diese tiefen Ebenen hineinzutauchen. Mhm. Einfach als Unterstützung. Also einzelne Symbole und Bilder und Klänge und Töne, die den Menschen helfen, in die nächste Ebene zu kommen? Oder genau, also beschreib mal gerne genau an einem Beispiel, so wie sieht so ein Tor aus? Ja, also die erste Stufe ist halt immer, dass man halt in einen Zustand kommt der Gedankenlosigkeit, dass man meditiert und sagt, okay, wenn ich das tue, zack, wenn ich mir zum Beispiel einen blauen Himmel vorstelle, dann ist einfach alles leer. Dann ist keine Wolke da. Die Wolke symbolisiert die Gedanken. Mhm. Und man sein Unterbewusstsein darauf konditioniert, dass wenn keine Wolken da sind, dann ist es leer und dann ist nichts mehr da und dann ist kein Gedanke da und kommt auch keine Wolke. Und man hält einfach den Himmel stabil blau. Mhm. Dann ist man mal in der ersten Stufe, wo man sich von Beta schön schneller in diese Alpha-Modus, in diesen Alpha-Modus hineinbringen kann. Spannend. Wenn ich da nochmal nachfrage, das heißt, allein nur den Gedanken zu sagen, ich will Gedankenlehre, ist nicht so kraftvoll, als wenn ich dazu ein Bild habe, das das symbolisiert, wie dieser Himmel. Genau. Weil die Kraft der Visualisation sozusagen stärker ist. Genau. Ja, oder? Die, in der Hypnoselehre sagt man halt, dass das Unterbewusstsein eigentlich kein Deutsch kann. oder kein Englisch. Aber bilderisch, ne? Visuell. Genau. So. Auch die, wenn man so Rückführungssachen liest und Bücher, dann sieht man auch wunderschön, wenn so Geistführer mit einem kommunizieren und Botschaften geben, die geben alles in Bildern, in Symbolen, in Analogien in und so weiter, dass man einfach das spielerisch anders wahrnimmt. Mhm. Und die Brücke zwischen dem Überbewusstsein von einem selber und zwischen den physischen Realität ist die Vorstellung. Also ist ein Symbol, ein Bild oder ein Film oder eine Geschichte. Mhm. Etwas, was man mit Emotionen aufladen kann. Ja. Mhm. Okay, spannend. Also, erste Stufe, Gedankenfreiheit. Wie geht's weiter? Bei welchen Stufen waren wir schon? Das ist wir waren immer noch bei der ersten. Oh Gott! Okay, weiter geht's. Gilt halt immer darum, dass man, also ich überspringe das jetzt ein bisschen, man muss nicht dann alle... Man kann dann dein Buch lesen oder deine Kurse sich anschauen. Genau, ich habe für diese sieben Stufen auf YouTube eine eigene Playlist, wo ich stundenlang über diese verschiedenen Stufen ganz detailliert rede und alles ganz genau erkläre. Mhm. Ist alles kostenlos verfügbar. Mhm. Toll. Mhm. Auf jeden Fall, man taucht dann in die nächste Stufe ein, wo man dann einfach merkt, okay, also man meditiert vorab, ne? Dann macht man so eine kurze Pause und dann meditiert man richtig. Ja? Mhm. Und dann versucht man, in diese Gedankenlehre zu kommen. Ja? Und wenn man das geschafft hat, dann kommt die nächste Stufe, wo ich immer empfehle, dass man sich vorstellt, dass oben sich die Decke öffnet. Und dann sieht man den Himmel. Ja, und dann kommen Wolken und diese Wolken fangen zu regnen an. Und man stellt sich dann vor, dass jeder Tropfen unter die Poren geht und sich verteilt. Und diese Tropfen sind Entspannungstropfen. Und die machen, dass man sich halt komplett entspannt und den Körper loslässt. Und das geht halt hinein und man wird flüssig. Ja? Und dehnt sich aus. Man kann sich dabei auch Suggestionen geben, wie und mit jedem Tropfen entspanne ich mich immer mehr und ich fühle immer weniger und ich lasse immer mehr los und so weiter. Dann kommt man sehr schnell in die körperliche Entspannung. Es gibt natürlich noch viele andere Methoden, so ein Bodycheck und alles Mögliche, um einfach viele Dinge zu tun, um einfach den Körper loszulassen. Oder dieses Starre, ich meditiere und meine Hand ist hier und da und ich bin noch so und so, loszulassen. Einfach zu sagen, ah, ich bin da. Aber wo genau, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich bin einfach nur mal in der Meditation. Wenn man diese Brücke geschafft hat, dass der Körper, da gibt es auch viele Stufen, so Körper ist gelockert, Körper ist also entspannt, dann mehr gelockert und irgendwann kommt man zu so einem Bruch, wo der Körper gar nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Ja. Und diese Stufe zu erreichen, das ist eine Kunst, aber auch gar nicht so schwer. Ja. Ich habe dazu den Estelle State entwickelt. Das ist so eine Tiefenhypnose, die man sich verankert. Und dann ist man in diesem Estelle State-Zustand. Und den nutze ich als Brücke für tiefere Zustände. Estelle State wird verwendet in der Tiefenhypnose für Operationen. Also wenn man zum Beispiel so Herzoperationen durchgeführt werden oder Amputationen von Armen, dann gibt es halt Menschen, die sind immun gegen Narkosemittel. Und die werden dann eine Woche vorher drauf oder länger, je nach Intensität, wie gut jemand hypnotisierbar ist, darauf trainiert, in diesen Estelle State einzutauchen, um dann operiert zu werden.
Ja, und die werden halt mit einer gewissen Methode vorbereitet, um dann sich selber in diesen Zustand hineinzubringen. Und wenn man dann meditiert und man bringt sich in diesen Still-State hinein, also sieht im EEG ganz interessant aus, man hat immer so Gehirnwellen und auf einmal so Still-State, eine Linie, man sieht wie am wie bei so einem EKG, oh, Mensch ist tot, das Herz schlägt zwar noch ganz langsam, der Atem flacht so ab, dass man wirklich glaubt, man müsste ihn wiederbeleben, aber man ist noch bewusst, man ist komplett klar, man ist komplett da, aber man könnte dich deine Hand abschneiden, du würdest es nicht mehr mitbekommen. Müsste ja? Der Chirurg aufpassen, dass er dich mit hypnotisiert wird. Kleine Scherz. Ja, spannend. Also der Zustand ist nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt gefangen in der Zwischenwelt, sondern man kann jederzeit raus, aber es ist so entspannend, weil das ist so die ultimativste Entspannung, die man sich je in seinem Leben vorstellen kann, in den Still-States zu sein, dass man da einfach nicht mehr raus will. Ja, und ich glaube, das kenne ich auch. Einer der Merkmale von dem Zustand ist zum Beispiel, wenn jemand in einem Zustand ist, man kann einfach die Hand nehmen, so hinhalten und er würde jetzt 4-5 Stunden die Hand so halten, nicht weil er sie nicht runter tun könnte, sondern es ist schon Anstrengung, die Hand runter zu tun, es ist entspannter, sie oben zu halten, weil man ja den Körper losgelassen hat. Und der Körper reagiert einfach nicht mehr, der ist in seiner Starre. Und das ist so einer der Merkmale dieses Zustandes. Und ich habe halt gelernt, diesen Zustand bewusst zu indizieren binnen ein paar Sekunden. Wenn man den Zustand mal drin ist, man kann ihn dann verankern mit einem Trigger, mit so einer, ich habe es bei mir mit so einer Vorstellung von einer roten Tür, wie ich vor dieser roten Tür stehe, wie ich dann durch diese Tür durchgehe und wenn ich danach durchgehe, dann falle ich in den Still State hinein. Und dann gibt es noch Verstärkungen, wo ich mit Codewörtern arbeite, das Codewort Deep, das sage ich mir immer ein paar Mal, stelle mir vor, wie ich so eine Rolltreppe runterfahre und immer tiefer und da sage ich immer auch Deep, Deep, Deep und zack, bumm, Still State da, Körper weg und jetzt bin ich mal körperliche Losgelöstheit aktiviert, kann man sagen, und dann fängt die Reise eigentlich erst richtig an. Und ich würde auch sagen, das ist so die erste Stufe vor einer richtigen Meditation, also tiefen Meditation. Meditation ist alles, ne? Man kann auch im Wachzustand meditieren, aber so eine tiefe Meditation, wie ich sie nenne, fängt so der Zone an. Dann gilt es, den Geist zu entspannen. Und das ist für die meisten die Hürde. Weil man ist dann in diesem Zustand, okay, ich bin jetzt voll entspannt, mein Körper ist nicht verfügbar, ich spüre meine Hand nicht, ich spüre gar nichts, aber ich bin bewusst. Und ich bin in so einem Raum ohne Grenzen, Unendlichkeit. Und in diesem Raum ist man noch man selber. Und der Geist ist noch aktiv, der quasselt mit einem und ja und so und analysiert den Zustand und wertet den Zustand. Und dann gilt es, sich mit seinem Bewusstsein zu spalten. Und das kann man machen. So wie Gott sich gespalten hat in viele Individualitäten, können wir sagen, ich bin mein Bewusstsein, ich bin jetzt in diesem unendlichen Raum und ich spalte mich jetzt in zwei Teile. Ein Teil ist jetzt ich und ein kleiner Teil ist jetzt mein Anweiser. Und dieser Anweiser, der führt mich jetzt in eine andere Ebene. Und das funktioniert tatsächlich. Jemand, der dich hypnotisiert, ja, und in diese Ebene führt, weil man selber kann sich ja nicht führen, man muss ja, ich sage mal so 70% will man ja erleben. Also wenn man über 70% mitnimmt, dann ist man bewusst irgendwo. Und man sagt, ich spalte von mir 30% ab und das wird jemand sein, der mich dahin führt. Das wird jemand sein, der mir Anweisungen gibt, der mir Visualisierungen vorgibt, der mir vielleicht Codewörter mitgibt, der mich einfach führt und irgendwann hört der auf. Aber man braucht einen Führer, der dich hinführt. Wenn man sich selber führen würde, dann ist man ja aktiv, dann kann man nicht tiefer gehen. Und so habe ich die Methode entwickelt, dass man sich abspaltet und jemand, ein Teil von dir führt dich und führt deinen restlichen Bewusstseinsteil. Spannend, habe ich noch nie gehört. Das ist ja interessant. Ja. Man kann es lernen. Ja, man muss sich es einfach nur vorstellen. Okay. Ja. Also ich bringe das halt bei in meinen Seminaren und den Kursen. Man kann es ja auch so sagen. Natürlich. Kleine Zwischenfrage, die vielleicht manche haben. Kann man sich da auch verlieren? Kann man da was falsch machen und so? Es gibt keinen Verlust, es gibt kein Falsch. Es gibt nur das, was passiert. Und jetzt wird spannend, jetzt gehen wir tiefer in den Kaninchenbau. Man meditiert, spaltet. Merk schon, ab da wird es erst interessant für dich. Ja. Obwohl viele ja schon glücklich sind, wenn sie diesen Zustand erreicht haben, von dem wir jetzt gesprochen haben. Ja. Auch das ist ja schon sehr gesundheitsförderlich und entspannend. Ja, also in diesen Zustand kommt man, wenn man Training hat, 4 Sekunden rein. Und dann macht es halt immer so, Augen zu, 4 Sekunden später ist Still State. 4 Sekunden. Und dann fängt die Meditation eigentlich, dann fängt eigentlich irgendwas an. Ja. Alles klar, wie geht's weiter? Dann kommt Phase 2. Also ich nutze die Stufen halt nicht mehr, weil ich schon geübt bin, aber so bringe ich es halt bei und das funktioniert in der Regel gut. Die nächste Stufe ist, dass man sich dann vorstellt,
das Gehirn vorstellt und im Gehirn sich vorstellt wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer hin und her schießt und diese Neuronennetze verbindet, wo sich alles synchronisiert, hat den Effekt, dass das Gehirn dann voll arbeitet. Weil durch die Vorstellung aktivierst du die Synapsen im Gehirn und man macht eine Gehirnsynchronisation. Ja. Dadurch koppelst du linke und rechte Gehirnhälfte und das ist dann sehr spannend, weil du willst ja nicht nur mit deiner logischen Hälfte arbeiten, sondern du willst auch mit deiner eigentlich nur mit der emotionalen Seite arbeiten. Aber die logische nutzen, um die Erfahrung, die du sammelst, zu interpretieren. Und somit ist die Synchronisation vorher wichtig. Und viele, die meditieren, wissen nicht, dass sie die Gehirnhälften synchronisieren sollen vorher. Und da gibt es halt viele Methoden, Tafeln von Chantres. Ich habe zum Beispiel in einer tiefen Meditation gesehen, wie im Jenseits die Gehirnhälften synchronisiert werden. Das ist auch ganz spannend. Das habe ich mal versucht nachzubauen. Das sind so verschiedene Mandalas. Und um die Mandalas, also so Blume des Lebens mit Metatron-Symbol und so weiter, so viele Energiefelder. Und um die herum war so ein Bilderrahmen. Und um diesen Bilderrahmen war noch ein Bilderrahmen. Und über dem war noch einer. Und jeder Bilderrahmen, der eine hat sich so gedreht, der nächste in die andere Richtung und der andere in die nächste Richtung. Und diese Blume des Lebens und alles Mögliche war übereinander. Und das hat sich gedreht, das hat so eine Form gebildet im Drehen, ein komplett anderes cool. Bild. Und diese Bilderrahmen haben... verfilmen eigentlich, gell? Ja. Jetzt warte, Entschuldigung. Und das andere hat sich auch gedreht und das andere auch. Und das hat die Gehirnhälften synchronisiert und gleichzeitig eine Dissoziation durchgeführt. Ja? Im Pantreallappen, im Boltzmann Areal 39, im Gehirn wird dadurch dieses Ich-Gefühl, Raum- und Zeitgefühl dissoziiert und stimuliert, dass es dann nicht mehr aktiv ist. Ja? Mhm. Man verliert sozusagen also nicht das Bewusstsein, aber man verliert jegliche Form von Ich-Identifikation. Genau, und sowas. Genau, um einfach tiefer gehen zu können, um loszulassen. Ja. Ja, das ist dann die Stufe, also man macht eine Gehirnsynchronisation, das ist halt eine Methode, gibt es halt viele, ne? Mhm. Und dann geht's los. Dann fangen wir eigentlich richtig an zu gehen, ja. Dann stelle ich mir vor, dass ich zurückgehe, also dieses Bewusstsein geht zurück und ist hinter mir. Und ich beobachte mich von hinten nur als Vorstellung, wie ich da sitze und meditiere. Und dann kommt etwas, was ich in tiefen Trance-Zuständen erlebe, wenn man zum Beispiel schon channelt oder mediale Sachen macht, dann verändert man seinen Bewusstseinszustand und dann komme ich da immer in einen Zustand hinein, wo ich meditiere und dann ist dieses Raumzeitgefühl sofort weg. Man ist so groß wie der ganze Raum und hat kein Körperempfinden mehr und ich habe das dann versucht nachzubauen mit der Visualisierung und um einfach die Brücke dorthin zu schaffen. Mhm. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich mir dann vorgestellt habe, dass wenn ich da bin und meditiere, dass ich einfach mal ganz klein werde, wie ein Atom. Mhm. Und dass mein Bewusstsein sich ausdehnt wie das komplette Universum. Und dadurch passiert der Folgendes, dass in diesem Boltzmann Areal 39, dass dieses Raum-Zeitgefühl sich ausdehnt, die Größe sich relativiert, du bist auf einmal so klein wie ein Atom, auf einmal bist du so groß und das spiele ich immer damit herum. Ausdehnen, zurückziehen, entfernen und so weiter und auf einmal merkt man so eine Distanz zwischen Körper und Geist, wie sich das loslöst. Dann merkt man immer so, okay, Körper ist jetzt weg. Ja. Dann stelle ich mir vor, wie dieses Pünktchen, dieser Atom durchs Universum fliegt und immer weiter fliegt und weiter fliegt und weiter fliegt und ich fliege dahinter und beobachte diesen Punkt und dieser Punkt dehnt sich immer weiter aus und fliegt immer weiter weg. Und dadurch passiert Folgendes, man distanziert sich von seinem Geist, weil man lenkt sich ab, man trennt dieses Gefühl von wo bin ich, wer bin ich, wann bin ich und der Geist hört auf zu arbeiten. Und irgendwann lässt man einfach los. Und dann ist man in diesem sonnambularen Zustand. Es gibt natürlich viele andere Methoden, da reinzukommen. Aber das ist halt eine, die ich halt entwickelt habe, um einfach schneller, für mich zumindest und für andere Teilnehmer, in diesen Zustand zu kommen. Weil es einfach nur eine kurze Vorstellung ist. Das ist aber toll. Ich meine, da hast du jetzt schon sehr viele kraftvolle Bilder uns geschenkt, die man, selbst wenn man jetzt nicht genau deinen Fahrplan folgt, dann kann man schon wunderbar. Ich habe zwar einen Fahrplan, aber man kann einfach, es geht nicht um den Fahrplan, es geht nur darum, wie funktioniert es, was sind die Stufen, wie komme ich daran, man kann sich selber was erschaffen, was einem hilft. Wenn ich sage, bei mir klappt das nicht, okay, wie würdest du es machen für dich selber? Jeder ist ein Individuum. Ja. Ja, und dann fängt die wirkliche Reise an. Ja, sage ich immer wieder. Ne? Ich glaube, das Letzte, was ich in dem Video sagen werde, ist, und da fängt es dann an. Und dann fängt es, das war's für heute. Nächste Teil 2. Ne? Ja, eine never-ending Journey, so ist das Leben ja auch letztlich. Genau. Mhm. Und der Bewusstseinsweg auch, also ist schon ein stimmiges Symbol letztlich. Genau. Mhm. Ja, man fliegt durchs Universum, lässt dann los
Und dann ist man halt in diesem Zwischenzustand. Das merkt man wunderschön, wenn man so meditiert und auf einmal so macht so BAM. Und dann merkt man, okay, irgendwas hat sich verschoben gerade. Das Bewusstsein ist in einer anderen Ebene drin. Mhm. Das ist so wie Erdschichten. Ja, so Schotter, Erde, Kies, Lava und auf einmal Bewusstsein ist woanders drin. Ja. Ja. Und das ist dann so die Grenze zwischen irgendwo Theta. Und Theta ist eigentlich schon Schlafzone. Aber wenn man das halt umgeht vorher, jetzt fängt der Körper an, Melatonin auszuschütten. Also das Serotonin, was wir am Tag aufgebaut haben, unser Bewusstseinshormon, umzuwandeln in Melatonin, dass man einschläft. Ja. Die Kunst, darum mache ich das Ganze mit der Visualisierung, ist, wenn man sich was vorstellt, dann umgeht man dieses Melatonin ausschütten. Mhm. Zumindest, dass man das Bewusstsein dabei verliert. Weil dann die Vorstellung, das Bewusstsein hält weiter bewusst, was zu tun hat und wach bleibt. Genau, weil wenn man meditiert, Blackout, man wacht auf, okay, Stunde vorbei, coole Meditation, habe Energie und nichts passiert. Ja. Aber eigentlich schon was passiert. Ja. Man hat nur das Bewusstsein verloren. Ja. Und viele, die meditieren, wissen, oh, ich habe meditiert und es funktioniert auch, ich komme auch tief, aber man ist halt nicht wach dabei. Ja, man ist nicht voll bewusst in der Erfahrung, was eigentlich da die 2 Stunden passiert ist. Ne? Und durch die Vorstellung, und später lassen wir die Vorstellung los, weil ab der Hälfte Theta, wenn man sich dann was vorstellt, dann hat man immer noch Visualisierungsfrequenzen. Und dann geht es dann nur noch ums Gefühl. Ja? Das heißt, da muss man auch das loslassen, um noch tiefer zu gehen. Aber so kommen wir noch. Auf jeden Fall, die nächste Stufe ist dann, dass man sich dann... Jetzt geht es richtig los. Ja, richtig oder nicht, egal. Ja, aber auf jeden Fall, man meditiert und dann stelle ich mir Folgendes vor, das ist so die, für die, die wirklich tiefer gehen wollen. Ja. Man stellt sich dann vor, man ist in einem Wald. Also man hat Körper und Geist gedehnt und alles weg. Ne? Und man Körper ist, also Geist denkt nicht mehr, man ist in diesem coolen Zustand und Körper ist nicht mehr da. Und dann visualisiert man, dass man im Wald ist. Und man geht durch den Wald durch. Ja. Hat den Effekt, weil das ist eigentlich so die Zone, wo man jetzt eigentlich wegschläft, die meisten. Und durch diese vielen Bäume, die man hat, hat man einfach Ankerpunkte, die einen halten. Man geht durch den Wald durch und dann ist mitten im Wald ein See. Und man stellt sich zu diesem See hin und nimmt einen Stein vom Boden in die Hand und projiziert dann sein Bewusstsein in diesen Stein hinein. Da stellt man sich einfach vor, wie das Bewusstsein von diesem Körper in diesen Stein hineingeht. Ja. Und dann nimmt man diesen Stein und schießt den mitten in den See hinein. Und dann stellt man sich vor, wie man so fliegt als Stein und da fliegt und dann so, oh, Fallgefühl, Wasser kommt, bam. Ja. Und dann kommt nämlich was ganz Interessantes. Dann kommt die nächste Vorstellung, dass man halt da als Stein in das Wasser runterfällt. Und man fällt tiefer und tiefer und dann schaut man so nach oben als Stein und sieht halt die Oberfläche des Wassers, oben vielleicht noch die Sonne und dann wird immer, man entfernt sich weiter und durch dieses Fallgefühl, das kennen viele, wenn man so schläft, man wacht kurz auf und hast so kurz dieses Fallgefühl gehabt, ja. Das ist, wenn man von irgendwo hergekommen ist. Und ich dachte mir, das kann man doch simulieren, indem man durch das als Brücke, weil wir das ja oft erleben, wenn wir aufwachen, so boah, aufgewacht, ich bin gerade irgendwo hingefallen, ja. Und ich dachte mir so, ich will ja dahin, bewusst, das heißt, ich muss das Fallgefühl simulieren. Ja. Und das simuliere ich halt durch diesen Stein ins Wasser fallen, dass ich mich dann halt fallen lasse, immer tiefer. Mhm. Und dann kommt man laut EEG-Forschung halt in diese tiefen Ebenen dann hinein und hält sich wach dabei. Und dann fällt man halt immer tiefer, tiefer, tiefer und tiefer. Man kann dann mit den Codewörtern arbeiten, so deep, wenn man sich darauf programmiert hat, dass man dann immer mehr loslässt und so. Und dann landet man immer am Grund des Sees. Ja, oder was auch immer. Und wenn man merkt, okay, ich bin noch irgendwie, ich bin noch nicht tief genug, dann stellt man sich vor, wie auf einmal daneben noch eine Klippe ist und die geht noch tiefer. Dann nimmt man sich selber als Stein und lässt sich noch weiter fallen. Und man kann sich auch Suggestionen geben, aber in der Regel ist dann schon nicht mehr notwendig. Nur die Vorstellung, immer tiefer zu fallen, tiefer zu fallen, tiefer zu fallen. Das ist so ähnlich wie den Zustand Still State zu indizieren, nur halt jetzt komplett als Seele mit den Still State Hypnose-Induktion, sich woanders hinzuführen, also noch tiefer zu gehen. Und das kann man halt 4-5 Mal machen, in der Regel reicht 3 Mal aus, und wenn man dann am dritten Grund ist, dann ist man in einem anderen Zustand. Das wird man auch wieder merken, so bam, okay, anderer Bewusstseinszustand, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich in dieser Ebene und hier wird es jetzt auch interessanter. Ja. Welche Ebene sind wir jetzt? Das kann man dann nicht mehr richtig kategorisieren, weil es eine Zwischenebene zwischen verschiedenen ist. Und jeder ist da irgendwie vermischt mit ein paar Ebenen gleichzeitig. Ja. Dann kommt die nächste Vorstellung, die einen dann noch weiter in die Tiefe führt.
Weil der Trick ist ja, dieses Fallgefühl zu simulieren. Und das mache ich dann nicht, indem ich mir dann vorstelle, dass ich auf einer riesengroßen Klippe stehe, wo viele, so, keine Ahnung, 50 Meter oder so, ne? Und so unten der Ozean und das Wasser und der Horizont vom Wasser, ne? Und ich stelle mir einfach vor, ich falle jetzt von dieser riesengroßen Klippe in den Ozean hinein. Mhm. Und falle runter und dauert eine Minute, wie lange auch immer, und dann in das Wasser, in den Ozean hinein, und dann hat man so richtig tiefes Fallgefühl als Mensch nochmal erlebt. Und meistens ist es so, wenn ich dann, wenn man ankommt, dann am Wasser, verändert sich nochmal der Bewusstseinszustand. Dann ist man nochmal eine Ebene tiefer. Dann kommt die nächste Stufe und da kann schon was passieren. Da kann man jetzt schon was richtig Krasses erleben. Aber ich gehe dann halt noch weiter mit der nächsten Stufe. Und zwar, ich schwimme. Ich fange zu schwimmen an in den Horizont hinaus und höre nicht auf. Einfach vorstellen zu schwimmen. Und man schwimmt, keine Ahnung, eine Minute, fünf Minuten, eine halbe Stunde, einfach weg. Ja, dass halt nichts mehr da ist. Dann sieht man die Klippen nicht mehr, man ist nur noch im Ozean. Und dann stelle ich mir irgendwann vor, wenn ich merke, so, ich kann nicht mehr. Ja, dass ich, und jetzt wird es für manche ein bisschen angsteinflößend, aber für manche auch spannend. Weil aus meiner Sicht fangen da ab dieser Stufe richtige Erfahrungen an. Aber so richtig, wo man wirklich was erlebt. Wenn man sich traut, das zu tun, was jetzt kommt. Und zwar, ich nenne das bewusste Sterben. Mhm. Aber man stirbt zwar nicht, man stellt sich es halt nur vor, aber man stellt vor, die Kraft geht aus. Und man lässt einfach los. Bekannter Begriff aus der Mystik und so. Genau. Ja? Also man lässt los und lässt sich dann einfach fallen. Ja, ja. Mhm. Und lässt sich dann einfach in den Ozean hinuntertreiben und lässt los. Nicht jeder ist für diese Erfahrung bereit, aber wenn man losgelassen hat, grundsätzlich schon, und keine Ängste hat, diese ganzen Sachen, dann macht man hier einen richtigen Disconnect in dieser Ebene. Und dieser Disconnect ist dann interessant, weil dann erlebt man richtig coole Sachen. Man ist dann ganz bewusst zum Beispiel in einem luziden Zustand, mhm, wechselt dann in eine andere Realität, macht eine außerkörperliche Erfahrung. Oder was ich da oft erlebe, man ist im Jenseits und blickt vom Jenseits in das Hologramm der physischen Realität hinein. Das ist dann auch ganz spannend, wie so ein Kino. Und man sieht sich selbst da meditieren und denkt sich, ach, super Methode, ne, aber unwichtig. Ne? Genau. Ja. Ja, und dann kann man halt schon dann richtige, ich nenne das dann Seelenreisen, ja, mhm, wo man halt mit seiner Seele diese Realität komplett verlässt und dann in eine andere Realität geht und dort sich selbst erfährt als das, was man eigentlich ist. Als das, was man entscheidet zu sein. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, also unendliche. Und da fängt eigentlich dann die Reise wieder an. Ne? Aber das ist halt eine Option. Ich habe halt gelernt, mhm, man kann da nicht sterben. Ja, ich habe alles probiert. Ne? Mhm. Aber es ist halt ein Loslassen. Es ist nur eine Methode, um loszulassen. Es geht nur immer ums Loslassen. Mhm. Was ist jetzt so die Motivation dahinter, viel erleben zu wollen in dieser jenseitigen Welt, zum Beispiel für dich? Sich selbst aus seiner Ganzheit zu erfahren. Mhm. Und aus Ganzheit ist es schwer zu beschreiben, was eine Ganzheit ist. Weil das definieren wir in jedem Augenblick. Aber ich sage, man hat ein Menschenleben. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte als Mensch mein volles Potenzial erleben, was mir möglich ist in diesem Leben. Und dazu will ich halt alles erfahren, was, mhm, ich erlebe, was möglich ist. Ja? Und da will ich halt das erleben. Mhm. Und so viel wie möglich integrieren in mir selber. Und wenn ein normaler Mensch lebt, sagen wir mal, er wird 80 Jahre alt, dann hat er halt nur seine Tageserfahrungen, die er halt in seiner täglichen Routine, ja, macht. Das ist halt als, weil jede Erfahrung, die wir durchleben, jedes Erlebnis, jeden Menschen, den wir kennenlernen, ist Inspiration. Und, aber im Grunde ist, wenn man es so runterbricht auf das, was ist, was das Leben ist, es ist ein kontinuierlicher Wachstum an Intelligenz und Bewusstseinserweiterung. Ja. Weil jede Erfahrung erweitert vielleicht dein Sein. Liebe, Liebesfähigkeit. Das vor allem, ja, das ist so das Fundament des Ganzen. Mhm. Ja. Aber im Grunde ist es die Liebe, die sich, mhm, selbst erfährt als die Liebe und sie versucht sich in ihrem vollen Potenzial wie eine Blume zu entfalten und das schönste Bild zu zeigen nach außen, damit andere sich daran erfreuen können. Mhm. Und das ist so eine Analogie, schön, wo ich sage. Ja, ja. Ja. Wenn wir uns da jetzt hineinversetzen, immer tiefer fallen lassen, ist es auf der einen Seite ein tiefer fallen lassen, aber auf der anderen Seite auch ein dem Göttlichen näherkommen, dem Absoluten näherkommen? Hat, ja, das was mit erwachender Erleuchtung zu tun, mhm, was ich in diesen Zuständen dann eventuell auch irgendwann erleben kann? Definitiv.
Aber das ist was, ein anderer Zustand, den man auch anders eigentlich sehr einfach sogar indizieren kann. Weil dieser Zustand, denn wenn man anfängt, einfach viel zu meditieren, und ich habe da einfach für mich so 7 Stufen aufgebaut, das war jetzt einfach nur der Prozess, aber wunderbar, für diesen Prozess gibt es nochmal 7 Stufen, wenn man das also nochmal in eine Routine bringt, eine tägliche Routine. Ja. Und diese Stufen zu erleben, da bedarf es halt einer gewissen Methode. Und ich nenne diese Methode den Meditation High zu erreichen. Ja. Das ist so eine, man kennt es so vom Running High, ne? Man läuft und da kriegt man so einen Adrenalinkick und da wird man süchtig nach dem, dann denkt man sich, wow, cool. Und ich habe da für mich so dieses Wort Meditation High entwickelt, weil ich es einfach selber oft erlebt habe, wenn man eine gewisse Routine aufbaut in der Meditation, also einfach anfängt, jeden Tag vorm Schlafen gehen, mitten in der Nacht und nach dem Aufstehen zu meditieren, dann gewöhnt man sich irgendwann dran und dann merkt man, wow, jetzt passiert was. Da verändert sich so viel innerhalb von 3-4 Tagen, dass man nicht mehr aufhören kann damit. Wenn man dann nicht aufhört damit, dann kommt man in eine Ebene hinein, wo man dann in diesen High hineinkommt. Und dieser High ist ganz, ganz spannend. Ich war neulich in Mallorca mit Freunden und ein guter Freund von mir, der Thorsten, den habe ich dann sehr schnell in diesen High gebracht. Das ist so, man hat schnell 2 Minuten Zeit, bevor die anderen kommen, dass man ins Auto steigt. 2 Minuten, zack, meditieren. Ja? Wow. Weil man erlebt in diesen 2 Minuten eine Transzendenzerfahrung. Mhm. Man erlebt eine außerkörperliche Erfahrung. Einfach nur Augen zu 2 Minuten und dann hat man die volle Erfahrung, wo andere dafür jahrelang Seminare besuchen. Mhm. Aber wenn man in diesen Meditation High kommt, dann wird man immer, jederzeit irgendwas erleben in der Meditation. Und das ist so unglaublich, was man da erlebt. Mhm. Ich sage transzendental. Ja, dass es so bereichernd ist, dass man sich denkt, wow, ich könnte den ganzen Tag meditieren, darum nenne ich das auch High, weil man wird nicht süchtig davon, aber es wird ein Teil des Lebens. Es begleitet dich. Man entwickelt sich, man baut sich ein zweites Selbst auf. Oder man kann es auch nennen, das Sein selbst integriert sich dadurch im Körper und manifestiert sich dort. Kann man es auch sehen. Genau, und desto mehr man das macht, das praktiziert, desto mehr kommt einfach das Sein und man baut einfach eine höhere Energie auf. Und da ist halt die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wichtig aufzubauen, also sich richtig zu ernähren, sich zu bewegen, was für das Gehirn zu tun und halt alles zu integrieren. Und das vor allem zu tun, was man liebt, das ist ganz wichtig. Mhm. Und halt sich immer in dieser höheren Frequenz, wie so Hawkins so schön sagt, so halte dich in der Freude, in der Liebe und in dieser Demut und in diesen Frieden, ja, weil dann hat man eine höhere Frequenz. Und wenn man das halt regelmäßig macht, dann ist der Zustand der Erleuchtung unausweichlich. Ja, weil man arbeitet sich sozusagen mit seiner Bewusstseinstabelle einfach nach oben in dieser Ebene. Man kommt einfach mit dem Bewusstsein in diese Schicht hinein, wo einfach das der Tageswachzustand sein wird, dass man immer in diesem Frieden drin ist. Dass man immer in diesem Sein drin ist. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann, wie zum Beispiel, man stellt sich zum Spiegel und schaut sich lange in die Augen und lässt dann los. Ja? Und erlebt dann, das ist zum Beispiel so eine Erleuchtungsinduktionstechnik, mit der man dann diese Erfahrung machen kann. Ich habe das selber mal gemacht und war dann 7 Monate in diesem Zustand, wie der Eckhart das so schön beschreibt, so man lacht mal nur 20 Minuten über alles. 7 Monate? 7 Monate durchgehen, weil wenn man in diesen Meditation High kommt, dann weiß man ja, das Bewusstsein geht einfach in diese Frequenz hinein. Und dann macht man diesen Bewusstseinsswitch durch das Loslassen, also sich in den Moment bringen, durch eine Methode halt in den Spiegel schauen, wo man das jetzt sieht und erlebt, wo alles scharf wird, wo die Gedanken auf sich auflösen und dann loslassen von allem, von seiner Familie, vom Kind, von der Arbeit, von allem und dann von sich selbst. Ja. Und dann switcht das Bewusstsein vom tiefen Frieden und Freude in die nächste Ebene, wie der Hawkins so schön sagt. Und dann ist man halt in diesem Enlightenment State, und wo man dann in den Spiegel sieht und nicht mehr, man sieht halt nur noch, ich bin der Spiegel, ich bin der Körper. Oh, eigentlich bin ich der Raum dazwischen. Und man wird irgendwie alles, das Ich ist dann komplett weg. Aber trotzdem mal so zwischengefragt, ich dachte schon immer, dass dieses Erleuchtung und diese Dinge natürlich auch viel damit zu tun haben, dass ich alte Themen aufarbeite, auflöse, manchmal Traumata nochmal durchleben muss und nach ganz viele Muster loslassen muss. Geschieht das dann zum Teil in der Meditation oder sagen wir mal
lösen sich auch in deiner Meditation dann schon manchmal Prozesse aus, wo du merkst, oh, da muss ich jetzt echt dran arbeiten, weil es alte Themen, Ängste sind, durch die wir auch konditioniert sind, die uns oft von dieser Erleuchtung fernhalten? Ja. Schau, ich habe einen 2,5-jährigen Sohn und wenn ich ihn ansehe, sehe ich die Erleuchtung. Ja, er okay. lacht, ist in Freude. Aber wir sind jetzt nicht zwei. Also ich ja, frage genau. mal so kritisch. Ja, ja, ich sage das, genau. weil jeder von uns mal ein kleines Kind war. Und jeder von uns war ja. mal erleuchtet. Und die Essenz dieser Erfahrung ist, man ist durchgehend in diesem Zustand, man hat es nur vergessen. Mhm. Ich beschreibe den Zustand so schön, immer so, es gibt die Sonne, die scheint immer. Mhm. Wir sind hier, identifizieren uns mit dem Körper. Es gibt Wolken, es gibt Tage, da ist Regen, da ist Sturm, da ist Hagel. Manchmal ist ein blauer Himmel, dann fühlt man sich gut und dann ist alles super. Und die, die nach Erleuchtung streben, sind die, die sagen, ich will zur Sonne. Aber die Sonne, wenn man dann in diesem Zustand ist, merkt man, oh, ich bin ja die Sonne. Sonne hat immer gescheint, ja. ich bin die Sonne. Und die Wolken waren einfach deine Konstrukte, deine Gedanken, deine Glaubenssätze, was du dir halt im Laufe des Lebens erschaffen hast. Und durch das Loslassen ist jetzt einfach ein blauer Himmel da. Und du siehst, du bist das, alles. Und du machst diese Einsein-Erfahrung. Und das war halt sehr eine tolle Zeit, 7 Monate, sich in diesem Zustand aufzuhalten, weil ich bin in einen Park gegangen, war einfach den ganzen Tag im Park oder ich stehe in der Früh auf, gehe zum Fenster, mache das Fenster auf, sehe die Vögel und denke mir so, wow, ich bin der Vogel, ich bin der Baum, ich bin das Blatt und dann stehst du halt den ganzen Tag bis auf Nacht vorm Fenster und lachst. War denn zum Beispiel jede Identifikation weg? Oder wie ja, also es war, so da ich halt diesen Meditation High integriert habe und viel meditiert habe, habe ich halt gelernt, dadurch kann man sich auch in diesen Zustand halten. Mhm. Und wenn man halt in den Zustand ist und immer wieder da viel meditiert in diesen Zustand, hält man diesen Zustand oder forciert ihn noch in höhere Zustände, wo dieses Ich-Gefühl sich, wo das Bewusstsein eigentlich sich einfach ausdehnt und diese Materie nicht mehr als deine höchste Realität wahrgenommen wird, sondern du siehst dann die Materie nur noch als Information. Man ist da und sieht, okay, alles ist Bewusstsein, du bist nicht. Bei mir war es halt so, wenn ich zum Beispiel durch die Straße gegangen bin und die Menschen sind mir entgegengekommen, ich habe mich durch die Augen der anderen gesehen. Mhm. Weil diese Ich-Identifikation so aufgelöst war, dass alles eins war. Vorher war es so, ich gehe durch die Straßen, keiner schaut dich an in der Stadt. Und in diesem Zustand ist so, du gehst durch die Straßen und 9 von 10 Leute umarmen dich. Und der Letzte gibt dir die Hand und sagt, wow, es ist so schön, dich zu sehen, obwohl sie dich nicht kennen. Ja? Weil man sieht wunderschön, alles ist eins. Und dein Bewusstsein zu transzendieren in eine höhere Bewusstseinsebene, ist die Identifikation mit, ich bin mehr als das, was ich vorher glaubte zu sein. Und diese Erfahrung zu machen, dass man nicht das Ich ist, weil das Ich eine Illusion ist, ein selbst erschaffenes Konstrukt. Ja, weil wenn man geboren wird, hat man keinen Namen, hat man kein Ich. Red mit einem kleinen Kind und du sagst, ich, du. Hä? Was? Kinder haben sowas nicht. Mhm. Und Erleuchtung ist für mich nichts anderes, wie sich selber in seinen Urzustand zu versetzen. Indem man einfach das, was man vorher sich erlernt, erbaut und erglaubenssetzt hat, loszulassen. Mhm. Also es ist immer ein Prozess des Loslassens. Spannend. Und was war nach den 7 Monaten? Wie ging die zu Ende? Ja, es war so, ich hatte eine Firma und irgendwann kam dann das Management zu mir und sagte, Marco, 7 Monate hast du jetzt nicht mehr gearbeitet. Ja. Es wird Zeit, dass du was tust. Schau dir mal die Zahlen an. Und ich so, alles wird gut. Alles ist vorbestimmt. Alles ist Liebe. Macht euch keine Sorgen. Dauergrinser. Und die dachten alle, ich bin so auf so einem Drogenrausch. Im Grunde war es das ja auch. Aber du bist dann selber sozusagen wieder ein bisschen mehr. Ich habe dann einfach von heute auf morgen aufgehört zu meditieren. Okay. Ja. Durch viele Visionen und durch alles Mögliche. Ich habe mich tatsächlich dort vor Kameras gesehen und heute, ja. So. und ich so, nicht mit mir und so. Und ja, einer hat da zum anderen geführt. Ja, Wahnsinn. Ja, schon sehr spannend. Also vielen Dank, dass du uns sozusagen mitgenommen hast auf eine Reise, die manche mehr, manche weniger nachvollziehen können, aber die auf jeden Fall neugierig machen für die vielen Dimensionen des Lebens, die es wohl auch noch gibt. Sind es sozusagen wirklich aus deiner Sicht reale andere Dimensionen des Bewusstseins, der Welt, des Kosmos, die man da sozusagen erleben und durchwandern kann? Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Zuständen. Meine Grunderfahrung ist, dass es sowas wie Realität eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Dass
alle Realitäten, egal welche es ist, eine Illusion ist. Eine selbst erschaffene Matrix, in der das Selbst sich selbst erfährt. Mhm. Man kann sagen, man stellt sich so einen riesen Quantencomputer vor, wo ein Bewusstsein sagt, nichts. Und aus dem entsteht alles. Und diese viele unendliche Realitäten entstehen. Und man könnte sagen, so ein riesengroßer Server. Und auf dem Server sind unendliche Spiele drauf. Jedes Spiel hat eine eigene Realität, eigene Naturgesetze, eigene Gesetzmäßigkeiten, eigene Regeln, wie es in diesem Spiel zu leben ist und so weiter. Welchen Charakter, was man tun kann, was man sein will. Und die Seele spaltet sich in verschiedene Anteile und man könnte sagen, Gott oder man das Selbst sagt, erfahr dich. Geh deinen Weg, tu, was du willst. Ja. Du hast ja einen freien Willen. Ne? Mhm. Und man sagt, okay, und es gibt sowas wie, man könnte sagen, so Geistführer oder wer auch immer, spielt keine Rolle. Die helfen dir halt. Ja, und man hat ja immer einen freien Willen zu sagen, welches Spiel will ich jetzt spielen? Mhm. Okay. Habe ich dich unterbrochen? Geht's? Nein, nein. Das klingt natürlich spannend, aber es klingt immer so ein bisschen mechanistisch. Ich kenne diese Sichtweise Matrix und so. Manchen Leuten macht es auch Angst. Mhm. Aber ich erlebe dich ja auch von Gott und von der Liebe sprechen. Mhm. Wie hängt das zusammen? Ist es dann der tröstende und der verbindende Aspekt des Ganzen? Mhm. Weil ich denke schon, dass die Liebe zum Beispiel ja was Wunderbares ist. Und das sozusagen, wenn wir anderen Menschen begegnen, das ist ja nicht nur Nicht-Realität, sondern ich spüre hier ein Herz und Bewusstsein und mein Herz geht auf und das macht doch das Leben auch lebenswert. Weiß ich, ob du meine Frage jetzt verstanden hast. Ja, schön, dass du das angesprochen hast. Ja. Tatsächlich ist es so, wenn man diese Erleuchtungserfahrung erlebt, dann erfährt man sich selbst als diese Liebe, als diese bedingungslose, durchdringende Allseinsliebe, die durch alles fließt, durch jede Zelle, durch jeden Tisch, durch jedes Glas, durch alles Negative und Positive, die alles ist und alles darstellt. Und man erfährt sich als dieses Bewusstsein. Ja, in den Film Interstellar war eine Szene und die Frau hat es wunderschön beschrieben. Sie hat gesagt, so, wir haben ja zwei Planeten. Dieser Planet ist der logischerweise der, wo wir eigentlich hin sollten. Und dieser Planet ist der, der nicht so gut wäre. Aber da ist eine Person drauf, die ich liebe. Ja. Und es kann sein, dass sie schon tot ist. Aber ich spüre eine Zuneigung, ich spüre eine Energie, eine Kraft, eine Macht, eine Instanz, die Raum, Zeit durchbricht. Eine Anziehung zu ihm und ich würde lieber dahin, wenn ich meinem Herzen folge. Und darum würde ich als Essenz des ganzen Videos sagen, folge dieser Liebe, folge diesem Herzen und ich sage mal so, follow the energy. Die Energie ist ja sozusagen das, was dich antreibt, was dich glücklich macht, was dich lächelnd zum Strahlen bringt. Und wenn du dein Leben siehst und du gehst durchs Leben und du weißt, okay, wenn ich dahin gehe und zu der Person gehe, dann lache ich, ja. Da sitzt jemand, die lachen wir an. Und da komme ich dorthin. Ja. Dann geht man wieder Strom, den Weg des geringsten Widerstands. Mhm. Dorthin zurück, wo man, mit der man eigentlich ist. Wow. Also ist die Liebe letztlich doch das Allerwichtigste. Ist ein schönes Schlusswort, aber trotzdem nach dem Schlusswort noch ein paar Schlussworte. Will ich natürlich noch ein bisschen was Aktuelles wissen. Du bist ja weiter am Forschen und wo stehst du gerade? Was sind gerade spannende Themen? Ich habe mitgekriegt, ihr macht gerade viel Dunkelretreats, wo man ja auch wieder Bewusstseinsforschung betreiben kann. Ja. Was sind zunächst die Themen in deiner Arbeit mit dem Hintergedanken, dass ich sicher bin, dass man noch sehr viel von dir hören und sehen wird? Mhm. Und vielleicht kriegen wir da jetzt schon ein bisschen einen kleinen Einblick. Also ich werde am Mitte November bis ungefähr Mitte Dezember, also vorher 10 Tage fasten und dann halt 30 Tage auch fasten oder insgesamt 21 Tage plus 9 Tage, also ungefähr einen Monat, halt in diesem Zustand sein, wo, also wir sind eine kleine Gruppe von Menschen, wo wir in so ein Dunkelretreat gehen, also in so Räume, wo es komplette Dunkelheit ist, wo man halt nur sich selbst als Sein erlebt, sich schnell loslöst von allem und halt gleichzeitig auch fastet. Mhm. Und dort halt dann 21 Tage in diesem Zustand zu verbringen und halt viel zu erleben. Aber schön, auch wieder in einem liebevollen Miteinander, was auch wieder wahrscheinlich wichtig ist, gemeinsam diese Reise zu machen. Niemand weiß, was da passieren wird. Ja.
Aber es wird auf jeden Fall das sein, was jetzt dann ansteht, und dann wird auf jeden Fall danach ein anderer Bewusstseinszustand aktiv sein. Mhm. Toll. Und ich habe schon ein bisschen vorfühlen dürfen, was da so grob passieren wird, aber ich lasse mich überraschen. Und dann beginnt die Reise erst. Erst, genau. Wunderbar. It's a never ending story. Ja. Also wow, ich bin richtig geflasht, begeistert. Dankeschön für deine Präsenz, für dein Erzählen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was noch alles passiert, und vielleicht sehen wir uns ja auch in Kürze mal wieder hier. Ich würde noch vielleicht ganz kurz die Benefits und die Essenzen der ganzen Erfahrungen noch kurz mitgeben, weil viele fragen sich jetzt vielleicht so, ja, und was habe ich davon? Genau. Ja, und so Reisen, ich bin doch Mensch und ich bin doch hier und so. Ne? Ja. Da habe ich ja vorhin auch angefangen zu erzählen, wo ich sage, warum macht man das eigentlich? Ja? Man muss nicht tun. Man kann auch so leben. Aber man hat eine Option. Die Option, bewusster zu werden, wacher zu sein, das, was man erlebt, viel klarer wahrzunehmen, das, was man fühlt, viel intensiver zu fühlen. Wenn man liebt, noch viel mehr zu lieben. Wenn man lebt, noch viel mehr zu leben. Und dieses Leben in einer höheren Instanz mit mehr Bewusstheit zu erleben, zu erfahren und es mit anderen zu teilen. Oder vielleicht auch anderen dabei zu helfen, noch bewusster zu werden, noch glücklicher zu werden oder noch mehr zu lieben. Ja? Was eigentlich die Essenz des Ganzen ist, integriert sich durch solche Erfahrungen, weil man erfährt sich selbst als mehr, lässt los von seiner Angst. Und Angst ist für mich so wie ein Baum, der erschafft sich selber im Laufe des Lebens als Schutzmechanismus, und man lässt von diesen Urängsten los, lässt irgendwann von seinen Trieben los, von seinen Denkmustern, und wird dann einfach der Kern einer selbst. Ich sage immer so, schon wie eine Zwiebel, arbeitet man sich die Zwiebelschalen zu diesem Kern, der nicht existiert, in einer Zwiebel. Aber es gibt halt immer noch so einen Seelenkern. Genau, göttliche Wesenskern. Man kann ja mehr weiter hineinblicken und merkt, da ist ja nur Friede, da ist ja gar nichts mehr. Und trotzdem dieses geheimnisvolle göttliche Licht ist es ja trotzdem auch, dass wir sind. Genau. Und man arbeitet sich einfach dahin, und man kennt Menschen, die das schon hinter sich haben, so offener Geistmenschen, die, mit denen man sich gerne auffällt und wo man einfach sich wohlfühlt in deren Umgebung. Und es ist Zeit auf dem Planeten, dass viele Menschen in diesen Zustand kommen, dass viele mit vielen sich wohlfühlen, dass alle glücklicher werden und alle einfach in dieser Liebe, die wir eigentlich sind, uns darin erfahren. Und durch diese Erfahrungen, die man halt machen kann, ob es jetzt Erleuchtungszustand ist oder einfach Reisen in andere Realitäten, man kommt zurück mit einem Erfahrungsschatz von, wow, ich habe gerade das erlebt. Man integriert diese Erfahrung in sein Sein und erweitert damit sein Bewusstsein und nimmt das natürlich mit in den Alltag. Mhm. Schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Spannend. Alles Gute dir weiterhin. Alles Gute Ihnen, alles Gute euch, und vergesst nicht, deine Reise hat gerade erst begonnen.